Diese Reise lässt mich China neu entdecken. Shifan Yang führt mich zurück in ihre Kindheit, ins Leben der Provinz und ins Herz ihres Großvaters. Mao raubte ihm die Jugend. Doch er hat noch einen Traum. Er will berühmt werden. Ohne seine Enkelin Shifan hätte ich Opa Peng nie kennengelernt. Shifan ist meine Brücke zwischen Ost und West und zwischen heute und gestern. Ich bin so, wie ich bin, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin und in China auch immer wieder gewesen bin, weil ich dieses Spannungsfeld immer auch mein ganzes Leben durch erlebt habe. Um China zu verstehen, erforscht sie ihre Familiengeschichte und Großvaters Jugend unter Mao Zedong. Dieser Film ist eine Annäherung zwischen Enkelin und Großvater, zwischen gestern und heute und zwischen China und mir. Also das ist die Ahnenhalle der Familie Peng. Shanghai, das New York von Asien. Hier stellt China seinen Reichtum zur Schau. Hier bin ich seit 4 Jahren zu Hause. Im Schmelztiegel zwischen Moderne und Tradition. In der wohl sichersten und saubersten Stadt ganz Chinas. Unsere Reise beginnt an der Chulu Road, wo China noch fast so aussieht wie damals, als Shifan in der tiefen Provinz zur Welt kam. Mit 4 zog sie zu ihren Eltern nach Deutschland und ging dort zur Schule. Gut 20 Jahre ist das her. Jetzt kommt sie zurück nach China. China hat sich komplett verändert, genauso wie Shifans Leben. Und langsam bröckeln sogar die Klischees, sagt sie. Als ich Kind war, war das so, dass die meisten Deutschen China nur mit Reishüten und Hundefleisch und dann vielleicht noch eben die Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht haben. Und damals war auch ganz klar, wenn mich Leute auf der Straße angesprochen haben, dann war das klar, ich bin das Einwandererkind. Inzwischen werde ich in München vor allem auf Englisch angesprochen, weil sie denken, ich bin jetzt irgendwie beruflich in Europa oder ich bin Touristin, die hier viel Geld ausgeben möchte oder so. Ich habe Shifan als Bürokollegin in Shanghai kennengelernt. Wie ich berichtet sie aus China. Oft ist sie hin und her gerissen zwischen all den Widersprüchen in diesem verrückten Land, aber auch zwischen den Widersprüchen von Ost und West. Was bist du? Bist du Chinesin? Bist du Deutsche? Wo gehörst du hin? Ich habe darüber lange nachgedacht. Ich werde das auch oft gefragt. Inzwischen glaube ich, dass es, also ich, für mich spielt die Frage einfach nicht mehr so eine große Rolle. Shifan nimmt mich mit auf eine Reise zu ihren Wurzeln. Im Hochgeschwindigkeitszug fahren wir von Shanghai nach Pingxiang in den Südwesten Chinas, dorthin, wo Shifans Familie herkommt. Früher dauerte die Fahrt im Nachtzug 1 Tag und 1 Nacht. Heute bringt uns Chinas schnellster Zug in gerade mal 6 Stunden hin. Shifan ist stolz auf die Tüchtigkeit und den Erfolg der Chinesen. Gleichzeitig macht ihr die brutale Machtpolitik der Regierung Angst. Im Schnellzugtempo pflügt der Fortschritt das Land um. Über 1000 Kilometer Baustelle ziehen in wenigen Stunden an uns vorbei. Und nicht zu übersehen, der Smog, der den Fortschritt schon fast wieder erstickt. Neue Hochhäuser, neue Straßen, neue Einkaufszentren. Hier entsteht das China der Zukunft. Bei Sonnenaufgang sehen selbst Industriestädte romantisch aus. Das gilt auch für Shifans Heimatstadt Pingxiang. 1,6 Millionen Menschen leben hier, für China schon fast ein Dorf. Im Zentrum trifft Alt auf Neu. Es ist ein Tanz zwischen Tradition und Veränderung. Weiter draußen am Stadtrand ist Pingxiang noch so wie früher. Kohlegruben reihen sich an Arbeitersiedlungen.
So hat die Stadt vor 20 Jahren ausgesehen, als Shifan hier in den Kindergarten ging. Doch auch Pingxiang will heute modern sein. Große Teile wurden neu gebaut. Chinas Fortschritt hat die hintersten Ecken der Provinz erreicht. Immer wieder ist Shifan in den vergangenen Jahren hierher gekommen, um die Geschichte des Landes und die Geschichte ihrer Familie zu erforschen. Es hat sich eigentlich alles verändert, als ich noch hier zur Schule gegangen bin. Ich bin ja in der 5. Klasse hier ein halbes Jahr zur Schule gegangen. Da musste man noch mit dem Nachtzug nach Shanghai fahren oder fliegen. Es gab hier eigentlich nur alte, rostige Autos auf den Straßen, die so lange Rußfahren hinter sich hergezogen haben. Damals gab es nicht mal einen McDonald's. Ich glaube, das einzige westliche Restaurant, das es gab, war der KFC. Genau, und sonst gab es ja nicht so viel. Könntest du dir heute vorstellen, hier wieder herzukommen und zu leben? Also hier leben wahrscheinlich eher nicht. Aber meine Mutter zum Beispiel könnte sich wieder vorstellen, nach der Rente hierher zu kommen. Also das heißt, solche Städte wie jetzt hier, die bieten den Leuten heute, jungen Leuten, auch eine Zukunft. Ich glaube inzwischen schon. Also es tut sich, es gibt inzwischen ja auch ein Wirtschaftswachstum auf dem Land und viele, die weggegangen sind, so wie meine Tante oder mein anderer Onkel, viele aus der Generation kommen auch inzwischen wieder zurück, um hier zu investieren, das Geld, was sie draußen verdient haben. Shifan führt uns weiter zurück in ihre Vergangenheit. In diesem Quartier verbrachte sie ihre frühe Kindheit. Während 4 Jahren lebte sie bei ihren Großeltern, während ihre Eltern in Deutschland studierten. Hier hat sich kaum etwas verändert. Ihr Großvater lebt heute noch da. Ist jemand da? Hast du nicht abgeschlossen? Hallo, Großvater. Das ist er, der 83-jährige Opa Peng. Er hat längst auf seine Lieblingsenkelin aus Deutschland gewartet. Er will uns als erstes in ein Nudelrestaurant einladen. Wir gehen zu Fuß gleich um die Ecke. Haben Sie auch schon deutsches Essen gehabt? Einmal, nicht weiter einmal. Deutschland ist ein schöner Ort. Sauber, gesund und die Leute sind alle so zivilisiert. Du warst vor 14 Jahren einmal dort. Woran erinnerst du dich noch? Die Autobahnen, die Hitler gebaut hat, sind noch in gutem Zustand. Diese Antwort hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch es wird nicht das letzte Mal sein, dass uns der Großvater überrascht. Shifan bringt das Gespräch zurück auf ihre eigene Familie. Sie will wissen, warum eigentlich ihre Mutter in Deutschland studierte. Sie war sehr gut in Chemie. Sie war die einzige unter all den Studenten der ganzen Provinz mit voller Punktzahl bei der Matura-Prüfung. Sie hatte 100 Punkte. 100 von 100. Warst du stolz, als sie dann Anfang 90 wirklich ins Ausland ging? Ja, klar war ich damals stolz. Natürlich. Das war fast wie die Krönung zum Kaiser damals. Was sagst du eigentlich dazu, dass Mama mit mir in Deutschland geblieben ist? Weißt du, wenn Kinder ihre Schule fertig haben, müssen sie hinaus in die Gesellschaft. Wie die Vögel. Wenn die Flügel sind und Wind unter die Flügel bekommen, muss man sie fliegen lassen. Sie sollen hinausfliegen in die weite Welt, sie sollen frei sein und überall hinfliegen, wo sie wollen.
Auch Shifans Großvater wäre gern geflogen wie ein Vogel, als er jung war. Doch Mao Zedong stutzte ihm die Flügel. Seine Freiheit holt er sich wie viele Chinesen jeden Morgen beim Tai Chi. Gerne wäre der junge Peng Fangzong Musiker geworden. Stattdessen geriet er zusammen mit seiner ganzen Generation unter die Räder von Chinas Geschichte. Sein Leben wurde zu einem ständigen Schattenboxen gegen die Launen des kommunistischen Machtapparates. Der junge Journalist galt als Intellektueller und wurde bald zum Staatsfeind. Ganz China wurde erfasst vom Strudel der Kulturrevolution. Schon Brillenträger und Lehrer waren suspekt. Landarbeit statt Denkarbeit lautete Maos Parole damals. Universitäten wurden geschlossen, Zeitungen durften nur noch schreiben, was der Regierung genehm war. Großvater Pengs Freigeist passte da nicht ins System, seine Artikel waren zu aufmüpfig. Die Strafe kostete ihn 20 Jahre seines Lebens. Er wurde zu Zwangsarbeit verbannt auf den Berg der 1000 Drachen. Heute fahren die Leute freiwillig auf den Drachenberg. Er ist eine Touristenattraktion. Schau, wie schön das jetzt hier ist. Wie ein Fächer. Wie ein Pfau, der sein Rad schlägt. Man kann es kaum fassen. Hier haben Shifans Großvater und auch ihr Onkel die schlimmsten Jahre ihres Lebens verbracht. Zusammen mit tausenden anderer Intellektueller mussten sie in Landwirtschaftskommunen Zwangsarbeit leisten. Es war ein ständiger Kampf ums Überleben. Als wir hier rauf mussten, war die Zeit der schlimmsten 3 Jahre. Es war verdammt schwierig. An vielen Orten hatten die Leute nichts zu essen und hungerten zu Tode. Im Arbeitslager musste ich schwere Dinge schleppen. Ich hatte mal etwas so Schweres auf meinen Schultern, dass ich umfiel. Das war nicht weit weg von hier in Gepulin. Ich stürzte einen Hang hinunter und war bewusstlos. Andere Arbeiter fanden mich und trugen mich schließlich auf einer Bahre zurück. Es war die Zeit vom großen Sprung nach vorn. Maos größtem Irrtum. Eigentlich wollte er die Wirtschaft ankurbeln, stattdessen verhungerten über 20 Millionen Menschen. Shifans Großeltern konnten ihre Kinder kaum mehr ernähren. Der Onkel war damals ein Baby. Es gab nichts zu essen. Wir mussten sie mit Mäusen und Ratten füttern. Wir gaben ihnen Schlangen und Spatzen, die wir fingen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hart das Leben damals war. Auch ich habe Mühe, mir das vorzustellen. Die Gegend ist heute bekannt für die Idylle und die frische Bergluft. Man kommt hierher, um die Stille und die Natur zu genießen. Die tragische Vergangenheit wirkt wie vertuscht. Es scheint, als wäre Großvater der Einzige, der sich noch daran erinnert. Es ist fast ironisch. Wo damals Leute verhungerten, schmausen jetzt Touristen die Spezialitäten der Gegend. Wo Großvater einst Mäuse und Ratten für seine Kinder jagte, wird heute der beste Räucherschinken von China hergestellt. In diesem Haus haben Verwandte von Shifan gelebt. Es ist das letzte Lehmhaus, das noch an die düstere Zeit erinnert. Doch auch das soll verschwinden. An Maos Verbrechen soll man sich nicht erinnern. Also natürlich finde ich das unglaublich, dass meine Familie hier früher gewohnt hat und also man kann ja sagen fast gehaust hat unter eigentlich allereinfachsten Bedingungen, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann.
Für mich ist das sehr, sehr bewegend, weil ich bin in einer völlig anderen Welt groß geworden und im reichen Europa. Also das war für mich was ganz, ganz Besonderes, hier zurückzukommen. Zu gerne würde ich wissen, was sich im Kopf des alten Mannes abspielt. Doch Opa Peng hat gelernt, die schlimmsten Momente seines Lebens zu vergessen und zu schweigen. Die Chinesen sind ja sehr, sehr verschlossen, was ihre innersten Gefühle anbetrifft. Ich würde das nicht kühl nennen. Es ist einfach, es ist für ihn nichts Besonderes. Das war sein Leben. Ja. Und dieses Leben war geprägt von ihm, Chinas Staatsgründer Mao Zedong. Wer sich gegen ihn wehrt, kämpft noch heute alleine. Immer noch wird er verehrt, wie hier am Stadtrand von Pingxiang. Er hat zig Millionen Menschen auf dem Gewissen. Trotzdem heißt es offiziell, Mao hat 70% richtig und 30% falsch gemacht. Großvater Peng hat seinen eigenen Weg gefunden, mit den Irrungen und Wirrungen von China umzugehen. Er schreibt gerade ein neues Lied, das heißt Mein Traum. Das ist aber teilweise jetzt neu komponiert und teilweise aber zusammengefügt noch aus einem anderen Lied, was er mal früher geschrieben hat. Der Anfang ist gut. Hier muss ich noch etwas ändern. Die Musik ist sein bester Freund, glaube ich, und er hat sich ja in der Zeit der Kulturrevolution, ich glaube ungefähr 68 muss es gewesen sein, es war zur Zeit dieser schlimmsten Massenversammlung, als man ihn vor die Menge gezerrt hat und dann musste er Schandtauben tragen und jeden Tag also der übelste Beschimpfungen und auch Schläge über sich ergehen lassen und auch Schmähungen. Da hat er sich dieses alter Ego ausgedacht, Herr Sommerbambus. Also jeden Morgen verwandelt er sich eigentlich in diesen Herr Sommerbambus, der davon träumt, eines Tages noch mit seiner Musik berühmt zu werden. Bis hierhin muss ich nichts mehr ändern. Der Text passt auch. Der Weg zur Berühmtheit ist noch weit für den Herrn Sommerbambus. Doch heute hat er einen großen Auftritt. Im Dorf, wo ein Teil von Shifan Sippe wohnt, erwartet man ihn bereits. Hier ist Herr Sommerbambus schon jetzt ein Star. Nach einer kleinen Stärkung ist er bereit. Sein großer Traum kann beginnen. Jetzt habe ich es vergessen. Wie geht es ihm im Moment? Ich glaube, es ist nicht ganz in seinem Sinn gelaufen. Er hat ein paar Mal den Text vergessen. Heute war es nicht so gut. Mein Hals kratzt etwas. Ich bin erkältet. Aber das letzte Mal war super. Da warst du leider nicht dabei.
Ein langer Tag geht zu Ende. Wir fahren zurück nach Pingxiang. Und Herr Sommerbambus verwandelt sich langsam wieder in Opa Peng. Die Kohlestadt hustet sich den Feierabendverkehr aus den Lungen. Zu Hause in seiner Wohnung träumt Herr Peng weiter von einem Leben als Herr Sommerbambus, von einem Leben ohne Kulturrevolution und Hungersnot und von einem Leben voller Musik und Poesie. Sein größter Traum wäre ein Auftritt in einer Castingshow beim chinesischen Staatsfernsehen. Ich wünsche ihm, dass er das noch schafft. Schiffern und ich sind zurück in der Zukunft, zurück in Shanghai. Weit weg sind hier die Geschichten des Herrn Sommerbambus. Weit weg ist hier Pingxiang mit seinen Kohleschloten und dem Drachenberg. Nach der Reise zu Opa Peng kann auch ich mir ein bisschen besser vorstellen, wie sich Schifferns Leben zwischen zwei Welten anfühlen muss. Es ist ein Seiltanz, den Schiffern schon ihr ganzes Leben lang kennt. Man kommt sich so vor, als würde man aus einem Raumschiff ausgespuckt und dann ist man hier für ein paar Tage und dann steigt man wieder ein in sein anderes Leben und ist wieder sofort weg. Und irgendwie denke ich mir, nicht nur der Drachenberg, sondern auch Shanghai sieht ein bisschen aus wie ein Pfau, der das Rad schlägt.